Hallo ihr Lieben, ich bin's, der Rose Fröhlich, heute mal in der Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, ob man das hier ja so machen kann. Ich bin ja auch immer nicht so ganz bewandert mit der Technik. Wollen wir mal gucken? Kann ich die Kamera drehen? Ne, jetzt wollte ich euch was zeigen. Mal gucken, ob es so geht. Guck mal, da bereite ich gerade was vor. Und einige wollen vielleicht wissen, wer das da oben ist. Ja, das ist mein Besuch, ne? Kermit, Sesamstraße. Braucht man manchmal ja auch für die Kinder, wenn die in die Ernährungsberatung kommen. Ja, so ist das Leben manchmal. Ne? Man muss ja auch all die Dinge, die man so in die Kamera spricht, ein bisschen vorbereiten. Ich mache das immer in Notizen, schreibe mir dann rein. Ich habe mir jetzt auch eine neue Liste gemacht, damit ich ein bisschen sehen. Nein, nicht ich, sondern meine Schnuggis um mich rum haben heute eine Liste erstellt, damit ich mal weiß, welche Themen alle gelaufen sind. Und welche Themen sozusagen auf den Kanälen sind, damit natürlich auch nicht zu viel doppelt kommt, was da immer mal passieren kann. Aber Wiederholung ist ja am Ende auch nicht schlecht. Das heißt, auch ich muss die Dinge vorbereiten und immer überlegen, so welches Thema, was ist heute gewesen, was war in der Praxis, was könnte euch interessieren. Ich würde mich freuen, für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Rose Fröhlich, Ernährungstante, Ernährungsberaterin, also Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ja, was ihr eigentlich für Fragen habt. Also ich freue mich auf euch. Denkt dran, plus weg. Abonnieren, je nachdem, auf welchen Kanal ihr mich seht. Und schreibt einfach mal gerne, welche Themen ihr vielleicht geklärt haben wollt. Vielleicht auch Irritationen, die hochkommen. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Leute, die irgendwas erzählen. Ich hatte das neulich gerade in der Beratung, mache ich auch nochmal ein extra Video draus. Da war eine Patientin bei einer Berufskollegin. Und ja, dann ist sie zu mir in die Beratung gekommen. Es war hochspannend. Aber wie gesagt, ich ja, werde dazu das Video noch machen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße, eure Sandra. Tschüssi!